So, willkommen Freunde zu Tell Me Why. Und zwar, wir spielen jetzt die Episode 3, das Kapitel 3, und bringen das Ganze mal zum Ende. Mal schauen, doch, ich glaube, das heißt hier Kapitel, nicht Episode. Kapitel ist das. So, gucken wir gleich mal, was unser Ziel war. Warte im Pausenraum auf die. Okay, dann machen wir das. Der Pausenraum war unten. I wonder how Uncle's feeling about me moving away. We haven't really talked about it. God, I hope no one got hurt. Können wir uns hier hinsetzen, weil wir sollen ja hier warten. Chief's putting the fear of God into that poacher. Dessert for lunch. Pretty cool, right? Pretty cool, yeah. I've always had a sweet tooth. Got it from my mom. She baked darn near every day. Need to start being a little careful, though. Doctor's orders. Brenda may be in for it, too. God, that kid can eat. Linda's pretty concerned, but, growing boys, right? He needs the extra energy. He wants to let her in wrestling, and, oh boy, is he working hard. Damn. Sometimes I miss being 14. Das wäre schön, ne? Wenn man Nummer 14 wäre. Obwohl, in der heutigen Zeit möchte man das, wenn man die Erfahrung, die man jetzt hat. Nee, what you reading? Ich glaube nicht. Oh, about that dock strike and the trouble these folks are causing for everyone else. Ugh, I hate strikes. What is this, Paris, France? Come on. It's the only way most people have to get anyone to listen. Was hat er denn? Genau, wir sollten mal ein bisschen was essen. Also der letzte Stand der Dinge war ja, dass wir uns mit unserem Bruder verstritten haben. Genau, und you are not kidding about the cobbler. Warten jetzt this hier may auf den be your Onkel. Best batch ever. Right? What are you having? Trout pie and black radish. Oh, das hört sich aber lecker an. I'm on a diet. A cobbler diet? Hey, shh, 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 shh. I won't tell if you won't. Hey, Gregs. So, what's the criminal underbelly of Delos Crossing been up to lately? Poachers, vandalism, a few memorable cases of public indecency. Nothing too serious, which is fine by me. Boring is good, not like Juno. My daughter's always begging to move there, but that is not happening. Why? Juno's awesome. There's, like, actual things to do there. Drugs, that's why. Property crimes double the national average. People coming in all the time from God knows where. Oh, I didn't know that. Hey, sorry I kept you waiting. No worries. You'll never believe it. We caught the mailbox bandit. And guess who it was? An animal? Like a raccoon, maybe? Have you been eavesdropping in on official police business? Anyway, yeah, it's a raccoon. Delos Crossing's most wanted turned out to be some trash panda stowaway. And this is how legends begin. Anyway, hon, I'm so sorry to bail, but I gotta run this little guy to animal control now. Probably best I take a rain check. Oh, it's okay. Totally, I understand. Duty calls. Thanks. Well, we need to try again soon. I feel so bad about missing your birthday. I thought about making you something, but I was a little strapped for time, so. No, I get it. With your brother back, I see where your priorities are now. What? No, no, it's not. Relax, I'm just kidding. I really gotta go now. Right, I'll call you later.
And try to get some sleep, all right? See ya. Well, there go my lunch plans. Hey, your brother didn't tag along today? No. He didn't really want to show his face around here after the mess he made yesterday, huh? What do you mean? Well, you know, how he went and broke into the archive room, then pretty much assaulted your uncle? Look, we're all worried about you. This isn't the Allison we know. The Allison you know? Yeah, the sweet, smart girl who'd never hurt anyone on purpose. I know you two and the chief made peace, but I gotta say, it ate at him all day. Ja, würde ich auch sagen, wir haben getan, was nötig war, aber sie steht ja dahinter, oder? Ja. Auf jeden Fall. We did what we had to get what we needed. Die Antwort wird ihm nicht gefallen haben, ne? I just want you to be careful. I've been doing this for a long time. And people, they mostly don't change. Even when we really want them to. Look, I'm really tired. Can we not do this? Allison, I like you. I really do. I've known you since you were a kid. You're honest, stable. You're not a troublemaker. But Tyler, I mean, if he goes down, don't let him take you with him, okay? I can't do this. Oh, you okay? Please, just let me go. I need air. I need some air. Glaubt ihr, dass das ihr Vater ist? Kann das sein? Das wäre ja mal eine Herausforderung. Erkenntnis. Genau, das wäre ja mal eine Erkenntnis. Die ganze Zeit suchte mit dem Bruder. Oder der Bruder versucht ja die ganze Zeit, das rauszufinden. Are you there? Tyler? Answer me, please. Why is he ghosting me? God, I can't breathe. Please stop. Okay. Okay. I've been here before. Oh, die ist aber auch runter mit den Nerven. I just need to breathe in and out. Follow the circles. Folge den Kreisen, okay. I just want to be okay. Irgendwie funktioniert das hier nicht. Meinst du den äußeren Kreis, inneren Kreis? Halten, um eine Übereinstimmung mit dem größeren verwendeten Kreis zu erzielen. Einmal versuchen. Wait, am I still breathing? Funktioniert yes. Nicht. I'm still breathing. Keep going. My heart's still racing. I think I need to just let go. What's happening? I'm so scared, Allison. Me too. I don't want to go. And maybe we should tell them the truth. Are you sure? I don't know. Maybe. But what if we get in trouble and then we both get sent away? Hey, Chief Brown, wait. I
I went back to the house and got these for you kids. They wouldn't let me take anything else. I'm sorry. Sam, please tell them to let us stay together. Please. Oh, gosh. Please. I don't have that kind of power. Sam. Kids. I'm sorry. I'm so sorry. Allison? What are you doing out here? It's freezing. I just needed some air. What happened? What's wrong, little moose? Ich glaube, wir sagen ihm mal die Wahrheit, oder? I think I had a panic attack. It's gonna be okay. Let's get you inside and warmed up. Then we can talk about what happened. Also sie hat doch bei dem Typen irgendwas gespürt und ich dachte dann, das wäre ihr Vater. Da fing es doch an, dass sie dann rausgerannt ist. Seltsam. I'm sorry. This morning has just been so... God, I'm embarrassed. Don't be. You haven't had an attack in a while. What's going on? Been so wrong about everything. Did Tyler say something to make you feel that way? No. It wasn't him. It was me. I failed him over and over. From here, it looks like you've been busting your ass to help him. You don't understand. Allie, you've got so much weight on your shoulders. With Tyler coming back and your big move, you know, maybe it's time to ease off some of this other stuff that's clearly stressing you out. If you mean Marianne, I can't. I owe it to Tyler to see it through. Do you? I don't know why you've always blamed yourself for that. It wasn't your fault. That's not true, Uncle. I was there. You were 11 years old. There was nothing you could do. You can't go on letting it haunt your every waking moment. Look, you're not your mother, okay? What do you mean? I mean something happened to her. Something bad. I don't know what it was, but it never left her. You can't make that same mistake. You gotta tell those ghosts to move on. So war mal ehrlich. Gucken, was er sagt. Uncle. It was me. I was the one who had the scissors. What? What are you saying? Ich glaube, das war jetzt mal notwendig, damit er mal die Wahrheit kennt. She was threatening Tyler. So I stabbed her. I killed her. I killed my mother. Obwohl, das finde ich jetzt ein bisschen blödsinnig, weil sie herausgefunden haben, sie sind ja nicht an den Scherenstich gestorben, sondern sie ist ja Fireweed. We lied. We lied to everyone. No. No.
How? How could you let him take the blame? It was a mistake, I know. But we were in shock. Tyler wanted to take the blame, and I let him. But we should have told the truth. It must have really hurt. Keeping that inside all these years. I pretty much just bottled it up. And now it's all I can think about. Everywhere I look, she's there. I can't take it anymore. Vielleicht tut dir das mal ganz gut, alles rauszulassen. It's not easy to admit something like that. It takes a lot of courage, Allison. I should have seen it. I'm so sorry. None of this was fair to you two. Also, was ich jetzt so krass finde, Tyler hat ja allen immer Vorwürfe gemacht. Dabei haben die beiden ja die anderen auch angelogen. Also eine reine Weste hatte der ja auch nie. Thank you, Uncle. How are you feeling now? Any better? Relieved, actually. And really tired. I was remembering something earlier. I don't know if it even really happened. The day Tyler left for Fireweed, did Sam come by with some of our stuff? Yeah. Yeah, that's right. He did. I remember he brought us our goblin figurines. And we had a big group hug. Yeah. He borrowed the house keys so he can go out and get them. Auf einmal her. Was denn da he was los? Over at our house a lot. Fixing things, chasing off animals. I know you didn't turn up anything about who our biological father was. But did you ever think it might have been Sam? Oof. Well, your mom and him were close, so that's a possibility, but I never found any proof, no. I should go talk to him. Are you sure that's a good idea? You need to get some rest. I have to do this. And not just for Tyler. For me too. Eine gute Erkenntnis. Vorher hat sie immer gesagt, sie will das nicht. Thank you for everything. Und Tyler hat das angeregt und dass sie sich jetzt dem stellt. Hut ab. So kann sie ja auch rausfinden, ob er der Vater ist. Also von daher nicht schlecht. Halt, diese Landschaft ist natürlich eine Traumreise wert. Also, da so vor Ort zu sein. Boah, cool. Abends schön Fisch essen. Kleines Feuer machen, aufs Meer gucken. Oder auf den See. Ist ja kein Meer. Okay. Das ist bestimmt richtig geil da. You can do this. Ja, die Hütte ist aber auch ziemlich abgeranzt. Good. He's here. Kannst du doch mal klopfen, ne? Ist hier so kalt? Die scheint echt zu frieren, oder? Die steht so unter Schock. Hello. Hi, Sam. Are you okay?
Yeah, I'm fine. What are you doing? Ah, my cousin Billy bought an old motorboat, but that fool drowned the engine, taking her out. Yeah, I told him I'd fix it. Can't put any of the chain or the valve covers back on. So, did you need something? I was hoping to, I actually wanted to check out your boat, is all. Ich dachte, sie will mit ihm reden. All right, here she is. Where's your brother? We had a fight. Bit of sibling rivalry, huh? Well, you should have seen me and my little brother have at it. Right up till the end. Curtis Davis Beck Dallas war Kontoübersicht. Okay. Erste Amtsgericht Alaska, Bundesstaat Alaska. How's the house coming along? Honestly, physically painful. It'll be a miracle if I don't throw out my back. Let your brother do the heavy lifting. So he can throw his back out? Not better. Hey, Cousine, ich hab dir einen Monat mein Boot. Ach nee, Cousin ist das. Mein Boot gegeben und so weiter, ich weiß. Hast du bis jetzt lediglich getestet, wie viel Bier raufpasst? Ich hab dich aus Fälligkeit im Voraus bezahlt. Blablabla. Okay. Goddamn Billy Bine, some corroded, rusty ass junker. Und warte mal. Rechts war ja auch noch was, ne? Hier war das, haben wir schon gesehen, das haben wir. Das hier, genau. Fischerverband Alaska. Okay. Bringt uns auch nicht weiter. God. This article about ocean acidification is really unnerving. What's that? Oh, there's an article in today's paper about how climate change is ruining the ocean. Yeah. Fish have gotten puny. Spotting fewer and fewer whales. I don't know where we're headed, but we sure as hell are going there. I haven't seen your boat in the water for a while. Yeah, it was time for annual haul out. That seems like a long time for routine maintenance. Well, you know, I mean, it's not like I can take her out anyway. They want old Sam to, dry out a bit. Oh, yeah, that seems... No bananas on board? Really? Damn right. It's not just superstition. This one time, this greenhorn brought one on board. Well, you wouldn't believe the day we had. I'm listening. Boat was 50 miles south in the Pacific, and our hold was full of the morning's catch. We started pulling in our nets when they got all tangled up in our propellers. Made the damn things useless. Stopped us in our tracks, miles off land. So what'd you do? Well, we dropped anchor, and I had to dive under and cut out the net. Of course, when we finally managed to fix the damn thing and headed back in, there it was on the horizon. Nasty mother of a storm. Spent the trip back riding out the biggest damn waves I've ever seen. 30 footers, if you can believe it. All because of a banana. All because of a banana. Ich find's krass, dass sie sich einfach hier so bewegen kann, ne? Sie läuft hier einfach so rum. Hm.
wir mal. Fortsetzen Sammlerstück. Haben wir keins hier? Oh, damn it. What happened? Ah, busted my finger with that stupid wrench. Grab me a gauze. Should be in that cupboard over there. So, was wollt ihr haben? Ein Pflaster oder so wollt ihr haben, ne? Ich finde Verbandzeug für Sam, ja, genau. Ist auch richtig verstanden. Ja, the gauze should be in that cupboard over there. Over there, ja. Da drüben. Ja. Die Bücher. Oh, I know this one. The introduction will be forever burned in my brain. Hey, an encyclopedia of astronomy. Astronomie. I have this one. Oh, that's a really nice sextant. No, right now, it's just a real nice paperweight. Ein Verbandzeug muss doch hier irgendwie sein, ne? Oder? Hier würde ich doch mal gucken. Jo, das sieht gut aus. I think I got some gauze in a cupboard next to the sink. So, mehr ist ja nicht. Nö. Okay, dann können wir mal zu ihm gehen und das mal verbinden. Dass er uns ja noch verblutet, ja. So, wer schreibt denn die Sam, ganze Zeit? Are you our father? Figured you'd ask me that question someday. Well? I wish I was. What the hell kind of answer is that? I'm sorry, Ellie. But the man you're looking for... He ain't me. Aber er kennt ihren Vater wahrscheinlich. Oh, okay. Guess I'll just take your word for it then. Hey, you got no right coming in here, getting angry at me for something I got nothing to do with. But you two were so close. I know you meant something to her. You honestly think I would have let you two grow up without a father? I may be a deadbeat, but... I'm no coward. But you must know something. I truly don't. Your mama, she never... Look... We were just friends. I mean, take a look at old Sam. No woman like Marianne would ever think twice about a guy like me. I'm so sick of this. I'm so tired of trying to unravel all of Marianne's fucking secrets. I don't understand her. I want to hate her so much. But I don't even know who she was. Come with me. I want to show you something. Ah, das ist gut. Come in. Come in. Oh. When was the last time you cracked a window? Heat's on the fritz. Ugh. What's all this? Here. I kept a few things. Can I? Swords and schemes. Oh, I took her to see that for her birthday. She hated every second of it.
whole drive back, she talked about how it butchered the books. Did you like it? I fell asleep before I even saw a sword. Der das Crossing Kino. Okay. Oh, da sah sie aber auch noch sehr glücklich aus. I remember this. We got this on our trip to Juneau. She saved up for a whole year to make that happen. Lieber Sam, ich schreibe aus dem kleinen Hotel im Zentrum von Juneau, das du mir empfohlen hast, und du hattest recht, die Kinder lieben die Wandmalerei vom Wal. Wir mochten aber auch die Rahmen am Rathaus. Heute haben wir die Straßenbahn hoch zum Mount Roberts genommen. Die Kinder wollten wandern gehen, aber wir sind nur bis zu den Totems gekommen. Morgen werden wir zu den Nugget-Wasserfällen wandern und uns zusehen, ob der Gletscher doch noch so aussieht wie auf der anderen Seite der Karte. Hoffen wir es mal. Ich wünsche dir einen frohen Fang, Marianne. Your mother made that. Oh, she was a real artist, that one. Kind of like you. Nee, mehr gibt's auch nicht. She looks happy. Hmm. She was. When was this? Why are you wearing a square hat? Oh, yeah, that was when I finally got my captain's license. Mary Ann's the one who pushed me to get it. Made me wear that stupid hat when I went to take the oath. Huh. Yeah, Laura took this one. We'd been working on that barn for months. That roof was a son of a bitch to sheath. Rain just kept on leaking into the loft. Wait, the barn has a loft? Oh, yeah. You didn't know? No, she didn't tell us. Is that a trap door? Yeah. Jimmy closed the whole thing up. Told her it was going to be real hard to get any hay up there, but she said she didn't mind. Do you know what's up there? I could tell she didn't want to talk about it, so I respected that. Well, we're gonna have to empty it out for the sale, so I guess we'll know soon enough. What did this walk in on himself? Ellie, you really gonna go through with this? It's like I told you, that house meant everything to your mama. It's all we got left. You can't just throw it away. Alter, der leidet aber auch ganz schön. Sorry. I know how hard this has been on you. But you need to move on. What's done is done. Maybe it would help to talk to someone about it. I ever tell you about the time I broke my leg? Shin bone snapped in three different places. Oh. Das tut weh. Stuck in my ass for a month. No use to anybody. I was so down, I couldn't even bring myself to get out of bed. But your mama, she doesn't have none of that. She got me up one morning and drove me to a nice spot by the harbor. We watched the boats come in and out one morning.
You can't let yourself be defined by the parts that are broken. That's what you told me. You gotta find a way to work with what you got. I think about that a lot. Gotta remember. Der ist echt zum Alkoholiker deswegen geworden, ne? Das ist heftig. Deswegen darf man auch niemanden verurteilen, der irgendwie zum Alkoholiker geworden wurde. Ist. Jeder hat so seine Geschichte, seine Vorgeschichte. Ich bin mal gespannt, ob Tyler über seinen Schatten springt und sich nochmal bei uns meldet. Versucht die ganze Zeit die Erinnerungen hervorzurufen. Hey, Tyler. I've been looking all over the place for you. Are you all right? Yeah, I'm fine. Whoa. Hey, let's get you off your feet, okay? Come on. Listen, if you want to be alone, I'll go. But if there's anything you need to get off your chest, I won't snitch. You saw Allison? How is she? Yeah. I went back to check on her this morning. She was in a pretty bad way. Whatever went on between you two, it wrecked her. Look, I don't want to drag you into this. Well, I'm already in it, and you look like hell, so... Yeah. Well, I got her to thank for that. You know what I think you need right now? A fishing pole. As a wise man once said, fishing is the cure to the wounds of the heart. Was that wise man you? Hey, like I said, I gotta write my own legacy. So, you in? I don't know. Come on, we're burning daylight. Let's go. Where are we gonna go? Why go anywhere when we have a perfectly frozen lake right here? Ice fishing in November? Yeah. It got cold way fast this year. Climate change. That shit's gonna kill us. But hey, fish first. You can walk behind me if you're afraid, though. You're actually serious? Yep. I am a very... serious man, Tyler. Er möchte wirklich mit ihm angeln. Let's go. We still have to get everything out of the car. Vielleicht kriegt er deinen Kopf ein bisschen frei. Stage is set. It's showtime. Whenever you're ready. You sure you don't want to go? Nah. Look, no way I'm gonna rob you of your first catch in your own backyard. All right. Eisangeln ist schon eine coole Sache, auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob er was fängt. Got everything you need, by the way? Yeah, I'm good. Man, I'm so gonna miss this. Miss what? Just hanging out and fishing and... You know, I'm not gonna have a lot of time after you move to Juneau with school and the JCE and everything. Right. So did any of the people you came up with at Fireweed land in Juneau? Oh,
I'm not sure. Once they left, I never really kept in touch. Really? Some of them were straight up awesome, but we just weren't that close, you know? None of them really got, like, family? I mean, I guess I got pretty tight with my counselor, Aaron, but I already have a family. Well, there's a reason we think of families as trees. They keep on sprouting new branches and... Hey, I think I've got a bite. Oh! You got this. Reel him in. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Wir schon wieder 5000 Tasten kommen. Pull up on the rod. Yo. Reel him in. Schließ den Kreis, um den Fisch zu fangen. Nach rechts. Oh, das geht ja noch. Now give it a nice pull. Don't let it escape. I got it. I got it. Yo. Sehr geil. Slippery little. Got it. Bravo. Lecker Fisch. First of many. Pace yourself. It's a marathon, not a sprint. Thanks, Sensei. Oh, hey, did you want to make solid plans to hit the buzzard hole? The river might ice over soon, so we shouldn't wait too long. Yeah, sure. Sweet. I was planning to go Saturday. I'll pick you up on the way out. Cool. I'll set my alarm to ass crack of dawn. You got anything good in there? Maybe. But who says I'm willing to share? Okay, fine, be that way. You have this whole fancy bag just for ice fishing? You don't mix and match. Ever. Jeez, you don't mess around, do you? Told you earlier. I'm a very serious man. All right, here we go. So do you always drive around with an auger in your car? It's not how it looks, okay, I swear. I was already planning on going ice fishing with the family this weekend. I made a mistake of forgetting the auger one, so we had nothing on hand but an ice chisel. That'll scar a man for life. Fair enough. So, what are you gonna make with what we catch? Hey, you got me figured out. Slice of fresh fish, topped with garlic, pesto, walnuts, just a drop of olive oil. On. Pure perfection. As my partner in crime, you're entitled to a cut. Works for me, partner. So, about last night, I don't know what Allison said, but from my side, well, I thought we were on the same page. But it turns out, we weren't. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost unbearable. She was jumping up and down with excitement at you coming back. Really? You better believe it. Look, the last time you saw each other, you were kids. Just because things have changed doesn't mean you can't work it out. I know. It's probably my fault. I really pushed her last night. Hätte ich geschrieben, I just don't get why she always has to run away from everything. Avoiding the problem doesn't make it go away. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to bury the past. All of it. Even the good parts. Look, I'm not picking sides here. Okay, but she's been murder house girl ever since it happened. Now she's got a chance to put it behind her and start fresh. Shit, I'd be pretty eager too. Ja, wollen ja nicht lügen, I ne? Guess I didn't really think about that. Er hat seine Mutter ja I've nicht been getötet, so focused sie, on ja. My own shit. It's been hard, you know? Figuring out how to live out here? You mean outside of fireweed? Yeah. When I first got there, all I could think about was getting out. It felt like a cage. But after a while, it started to feel more like a shell.
I figured out who I was in there. But now I've got to work out how to be that person out here. Well, if it makes you feel any better, none of us really know what we're doing. Like, shit may look bleak now, but your sister's never gonna give up on you. And you can lean on me too if you want. Just be careful, okay? Got a bad left shoulder. I'll keep it in mind. Thanks for listening. Don't mention it. Don't you say anything. I got this. Schauen wir mal. Careful. Next time, huh? Damn. Ja. Es war schon richtig, wie wir das gemacht haben. Tiny fishing pole. I'm not used to it. That's it. Blame your tools. Hey, can I ask you something that's pretty personal? Sure. Take off the gloves. You've been with people, right? Romantically? Yeah. A few. Have you? No. Not really. That's kind of surprising. I guess the right person just never came along. But you're open to the idea? Yeah, I could be. Let's say I'm reevaluating. You want my take on it? Sure. Heartbreak sucks. Look, I stopped listening to the entire indie folk genre just because I was dumped at a show once. But I put myself back out there just like everyone who's ever gotten their heart stomped on. Because when you meet someone who really sees you, you don't have to pretend anymore. And you're still interested in being that someone? Even after all the shit that's happened? Hey, I've got baggage too. I think it's worth a chance. Don't you? Ah, shit. I'm sorry, but I just... You don't have to finish that. Oh man. You miss all the shots you don't take, right? Still fishing buddies? I don't know. You gonna catch anything? Oh, just you wait and see. Ich hab vorhin schon, als sie rumgeblödelt haben, gedacht, so, dass da irgendwie zwischen dem funkt. Hey, you're missing the show. Aber wenn sich trotzdem noch verlieben und küssen, dann ist doch die Welt in Ordnung. Whoa, sah eben jedenfalls so aus. You look like you might be enjoying yourself. It's an act. But seriously, thanks, man. This is exactly what I needed. Almost. It's just missing one tiny thing. Benship, you read my mind. You know Allison refuses to eat anything cold in the winter? It's her loss. From now on, you've got someone to call if you want to fish or slam a pint of Ben and Jerry's in the snow. A pint? Small fry. Alter, diese Aussicht, ey. Die sitzen da mitten im Eis, die Sonne scheint. Oh, heftig. Richtig geil. We should try to do this again while I'm still in town. For sure. You have my number now. Hey, Allie. I think I'll just show myself out. Okay. Sorry. Don't be. I'll see you two later. Sorry for interrupting.
No, it's totally fine. We were done anyway. Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler, I'm sorry for freaking out yesterday. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Come here. Schön, dass die beiden sich wieder vertragen haben. God, why did I miss you so much? It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You dumb dumb. Okay, so I need to show you something. What? You're kind of weirding me out. Can we sit down for a sec? Moin, the Warlock. Grüß dich. So, what is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him, point blank. Ein Brandschiff passt nicht zu ihm, ja, das glaube ich auch. I'm not surprised. Burning down the barn didn't really seem like a Sam move. Yeah, I guess it was silly to suspect him in the first place. He'd never hurt Marianne's kids. There's something else. Look at this. This was taken in 1992 when Marianne first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently, she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? We've come this far. And no. A hidden loft? That's got secret shit written all over it. Let's go. Ich würde auch sagen, ich bin mal gespannt, was man da findet. Vielleicht hat sich ja auch mit schwarzer Magie beschäftigt oder so. Die Mutter war ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. Gucken wir mal, was wir so finden. Na, lass mir mal Vortritt hier. Ugh, what a mess. That's not gonna help. What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. My brain was going to some real dark places. So, es ist wahrscheinlich nur ein Lagerraum. Wir müssen das nicht tun. Ich beschütze dich, ja. Wir wollen da auf jeden Fall rein. Ich will sehen, was da los ist. Whatever's up there, I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. Frage ist, wie wir da rankommen. Ich glaube, wir nehmen mal die Leiter, oder? Ob er die überhaupt nimmt? Ne, die will er nicht nehmen. Ah, Crusader Kings, ja, cool. Das werde ich mir mal aufschreiben, werde ich mir mal merken. Ja, es gibt schon so viele geile Games. Ja, das ist bei so einem Game hier, gebe ich dir recht, ist blöd dann zuzugucken und dann, ja, hat man ja schon alles gesehen. Ja, kann ich verstehen. Ah, Genie und Thorsten, cool. Ja, sehr geil. Genie ist auf jeden Fall eine geile DJ und Thorsten Meyer meinst du bestimmt, ne? Genau. Ja, der ist auch ein guter Organisator. What do you think is up there? Nochmal. I don't know. I'm trying not to speculate. My brain was going to some real dark places. Okay. Das haben wir schon beantwortet. Ich muss doch. Aber ich rede mit ihr nochmal. So, die haben ja auch eine Leiter und wir brauchen eigentlich die Leiter. Ich weiß nicht, warum er die nicht nehmen möchte. Das ist ja merkwürdig. Das ist doch die Leiter hier, ne? Die auf dem Foto. Vermute mal, die brauchen irgendwas anderes, irgendwas Langes, um da entweder ranzukommen oder um die Klappe aufzumachen. Vielleicht ist da jetzt schon eine Treppe.
What was this? No lever. Man, this place is a mess. If there was ever a time to find a magic portal. I thought I saw something red over here, but guess my mind's just playing tricks on me. Ah, hier könnte was sein. The handle should be behind this. Ach, das ist ein Hebel. Alles klar. Um die Klappe zu öffnen. Aha. Ah, there it is. Nicht schlecht versteckt. It's opening up. The secret keeper always did store all the best secrets in the clouds. Yep. Come on, let's find a way to climb up there. Well, that's way too high to jump. You want to give me a leg up? I'm so not touching your nasty shoes. We'll find a ladder. Okay, die Leiter, wissen wir ja, wo die ist. Die ist ja nicht zu übersehen, Gott sei Dank. Ah, jetzt wird's auch angezeigt. Das sieht ja auch genial aus. Can you see anything? Nope. Nada. Ja, ich muss mal gucken. Also, das hört sich echt, Crusader Kings hört sich echt sehr, sehr genial an. Was ich daran auch so cool finde, du kriegst ja auch bei Steam, ey, so viel Games, die auch reduziert sind. Ich vermute mal, das wird auch nicht so teuer sein. Here, found a switch. Ui, was geht denn da ab? Ach, das ist das Gesicht, von dem wir mal geträumt haben. Holy shit. Der Geist sozusagen. Well, that shaved a few years off my life. Wow. Ja, nur ohne Monster. Okay, ist auch in Ordnung. Her story. Ich bin ja sonst dabei gerade, ich will gerade sagen, Steam leer zu kaufen oder so. Aber mir wirklich von anderen Leuten mal Tipps zu geben. Weil ich habe so viele Games zwar gekauft, aber manche Dinge passen irgendwie auch nicht zu einem. It's got a combination. Deswegen bin ich mal über jeden Tipp echt froh, den ich dann bekommen kann. She hid the code somewhere in all ich mir das auch gerne mal an. Knowing Marianne, probably. Well, you wanna do this? Yeah, let's start here. Die hat quasi die Märchenwelt hier nachgebaut. Das ist ja genial. Hm. It seems like it's not doing anything. Maybe it's broken? Or maybe we just need to solve the puzzles in order. We're not done with the other one yet. Oha. Also ich vermute mal, ich muss Why are these pictures from the Book of Goblins here? Ich muss wahrscheinlich wieder das Koboldbuch lesen. Die guten Taten der lustigen listigen Kobolde. Hm, it looks like that little piece should move, but it's stuck. Es klemmt. Tyler, we're not done with this one. Oha. Ach, da können wir die ganzen Figuren hinstellen. Ice King goes in the forest, obviously. Back in your pond, Big Frog. Jo, alles klar, dann dir heute einen schönen Abend. Feier ordentlich und There ja, you go, Stalwart Moose. Dann sag ich mal bis bald. So, ist da was passiert? Nee. Kann ich die irgendwie tauschen? Ne, irgendwie nicht. Hier sind ja auch noch welche. Moonhag's gotta be imprisoned in her lake. Okay, das Gute ist, dass er die selber hinstellt und ich nicht rausfinden muss, wo die hingehören. The wise princess goes in the big wooden house, of course. The mad hunter
Always on the princess's trail. So mehr gibt's auch gar nicht. Die Zeichen bleiben leer. Wahrscheinlich haben wir da die Figuren noch nicht zu. Do you have any idea what the code might be? No. So we should probably see if Marianne hid anything before we go trying to guess. Mal drehen wir das mal. LOL. Ist ja auch geil. Steht da jetzt LOL. Okay, dann testen wir mal alle durch. Nehmen wir mal L als Referenzpunkt. L. Q. E. Nichts. Okay, dann machen wir das mal anders. Im ersten haben wir L genommen. Dann haben wir jetzt mal Q. Gehen wir hier rüber. Ach, warte mal. Dann nehmen wir auch mal L. Auch nicht im Jahr. Okay. Nochmal den nächsten. Da passiert auch nichts. Nächsten. Theoretisch müssten wir mal, ja, wie machen wir das mal den, wenn ich die drei Zahlenkombinationen habe, dann habe ich hier die 1, dann sage ich die 2 und 3, 4, 5, ja. Das haut nicht hin. Vielleicht haben wir irgendwann durch Zufall das Glück, da ranzukommen. Das A. Da passiert nicht viel. Hier. Bringt so erstmal nichts. Nee, das hat keinen Sinn. Ich gucke mal, ob wir hier noch eine Figur vergessen haben oder so. Der zeigt auch keiner an. Recognize this? Yeah. It's from the story where the goblins tricked the mad hunter. It looks like it, but it's different, right? Can you check the book? Buch der Kobolde, müssen wir reingucken. Warte mal, halt, wie, welches war das nochmal? It moves. Oh. Some of these parts are buttons. Okay. Entdecke das Geheimnis der Kiste. Wir reden mit ihr nochmal kurz. Figured anything out yet? I'm totally stumped. Well, first off, the title's different, right? Okay. Well, here it is. Da ist es. Why do you think she changed the picture?
I don't know. Maybe it's a message. Like, the differences between the two mean something. Something about Marianne, right? Since she's the princess? Yeah. Why don't we try to find them all and then see if it makes any sense? Gehen wir mal zurück. Nee, da ist auch nichts. Okay, spot the differences. Ich muss mir das Bild nochmal genau angucken. Ah, da war's ja. So, da oben zwei Kobolde. Das sind Sterne. It's just a random star. No special meaning. Okay. Does his smile look different to you? An dem Baum ist aber... Maybe that branch looks a little bit different. I don't know. Even if the branch is a little different, I don't really think that means anything. Ja, das ist richtig, weil ich glaube, der Stern, der müsste leuchten. Is there an extra star here? Or am I just imagining that? So eine Kirche. Ist gar keine Kirche. Why do you think she added that castle in the background? See the color of the flag? Actually, I'm not sure. Was ist denn an dem Baum da unten? Welcher Baum ist denn das? Der Baum wird da gar nicht angezeigt. No goblins. Yeah. In the original, the goblins managed to save the princess from the Mad Hunter. So we saved Marianne from something, but not in this version? The princess is running away from the Mad Hunter. Who was sent by the Gold Lady, according to the story. Do you think the Gold Lady could have been Marianne's mom? I mean, she always used to say she moved to the end of the world to get away from her family. Huh. Yeah, you're right. Da unten? She ran away. Huh. A pink flower. Okay, aber was that in the original picture? Never mind. That's nothing. Oh. The Mad Hunter still has two hands here. So this was either before the Gold Lady cut off his other one, or after he earned it back? Which either makes it before most of the stories, or after. Yeah, at some point when she was running away from whatever the hell the Mad Hunter meant to Marianne. Okay, aber die Hand ist normalerweise auf der anderen Seite, ne? Was ist mit der? Did she add that flower? Is that like a innocence lost kind of thing? Ugh, I'm really grasping at straws here. Actually, I'm not sure. Ich glaube, der Stern da oben. Warte mal, leuchtet der? It's just a random star. Glaube ich, das Original. No special meaning. Im Mund leuchtet er. Even if the branch is a little different. Don't really think that means anything. Or not. Nee, die leuchtet, ne? Ja, die leuchtet. Das
Wait. Zu einem Baum kann ich nicht viel sagen, weil der ist ja nicht auf dem Bild. Gucken mal, ob es da noch ein Bild mit einer Kirche gibt oder so, wo ich das erkennen könnte. Okay, dann konzentrieren wir uns mal nur auf die Veränderungen, die sie vorgenommen hat. Dann schauen wir mal. Also, der Stern ist in Ordnung. Sind hier zwei, ne? Ja, genau. Er leuchtet auch nicht besonders. Die Auswahl, die heben wir auf. Auch nicht so. So, das ist auch kein Unterschied. Das Mädel ist auf jeden Fall ein Unterschied. Der Baum ist ein Unterschied, weil den... Ja. Die Kirche ist richtig. Really grasping at straws here. Das ist auch... Or not. So, die müssen wir auch aufheben. Never mind. That's nothing. Jetzt haben wir eigentlich alle Änderungen vorgerufen, die es... Ja. Also das... Blume, die ist normal. Also genauso wie auf dem Bild, die brauchen wir nicht hervorheben. Die Hand ist anders, weil die auf der anderen Seite ist. Obwohl, warte mal, wenn er das spiegelverkehrt sieht... Könnte man die Auswahl auch aufheben. Or not. Die Pflanze ist normal. Ach, ganz oben können wir auch nochmal was auswählen. It's not the same title, so I guess that counts as a difference. Ja, also, haben wir eigentlich... Ist nicht derselbe Titel. Die Zähne glänzen. Die können wir auch nochmal markieren. So, das sieht genauso aus. Die Hand ist auf der anderen Seite. Das ist dasselbe Bild. Die muss ich markieren. Really grasping at straws here. Den Baum. Ach, weil da die Kobo. Ah, warte mal, der Baum ist denn gar kein Unterschied, ne? Warte mal. Maybe not. Muss ich mal gucken. Nee. Oder? Der. Das sind die ersten drei. Und die untersten. Doch. Ein Unterschied. Der ist nicht auf dem Originalbild. Ah, jetzt haben wir es, ne? Oh, sehr geil. Whoa. What's in there? Ein Kuh haben wir gefunden. Pictures, letters. Have you ever seen any of these? Marianne, ich kann das nicht mehr. Du verlierst mehr klischeehaften Quatsch. Es liegt nicht an dir, sondern an mir. Aber um ehrlich zu sein, alles einfach zu viel und damit klarzukommen, ich habe festgestellt, dass ich noch nicht bereit bin. Vielleicht hätte es anders ausgesehen, wenn wir mit all dem alle alleine hätten fertig werden können, ohne den ständigen Druck deiner Mutter. Aber jetzt ist es nun mal, wie es ist und vermutlich zu spät und daran etwas zu ändern. Es tut mir so leid. Du bist ein toller Mensch und du hast mich zu einem besseren Mann gemacht.
Ich hasse mich dafür, das zu tun, aber ich denke, dass wir beide besser dran sind, wenn wir uns trennen. Und schon komme ich wieder mit dem Klischee um die Ecke. Bitte bleib, wie du bist. Hier aber dennoch fort. Okay. Could this guy have been any more cryptic? You think the guy with her is Brent? From the letter? I would guess so. Umwelt vor Wirtschaft, okay. Brent. Marianne, ich kann das nicht mehr. Du verdienst mehr als klischeehaften Quatsch wie. Es liegt nicht an mir, sondern an mir. Aber um ehrlich zu sein, war alles einfach zu viel und damit klarzukommen. Und ich habe festgestellt, dass ich noch nicht bereit bin. Vielleicht hätte es anders ausgesehen, wenn wir mit all dem alleine hätten fertig werden können, ohne dem ständigen Druck deiner Mutter. Also es scheint die Mutter da irgendwie auch noch eine Rolle zu spielen. Aber jetzt ist es nun mal, wie es ist und vermutlich zu spät, um daran etwas zu ändern. Es tut mir so leid, du bist ein toller Mensch und du hast mich zu einem besseren Mann gemacht. Ich hasse mich dafür, das zu tun, aber ich denke, dass wir beide besser daran sind, wenn wir uns trennen. Und schon komme ich wieder mit dem Klischee um die Ecke. Bitte bleib, wie du bist. Could this guy have been any more cryptic? Aw, poor thing. Why would she keep an old drawing of a pet in here? Okay, was haben wir hier noch? Wow, I don't think I've ever seen a picture of her that young. I think that's her mom in the background. Did you know she studied engineering? No. But it looks like she changed her major to visual arts. I don't think she actually got it changed. The paper's not signed and it's all wrinkled. Like someone tried to throw it away. The gold lady. That was definitely her mom. So, did Marianne grow up kinda rich? Maybe. Would have been nice to have some of that. Okay, yeah, what? I can't believe she was a ballet dancer. Marianne. And a good one, too. God, that's so not her. Ansonsten haben wir ja alles, ne? Ja. Tyler, see that little light? I think we need to solve this one next. There's the gold lady again. She's all over the board. There was a figure of her in that stash by the Mad Hunter painting, right? Oh, yeah. So maybe all of this is related to what we found in there. Oh, das können wir alles auswählen. Hey, I can move the piece next to the gold lady. All these pictures. They look like images from Marianne's life before Delos, don't they? Well, some of them do anyway. Maybe that's it then. We need to figure out which ones are real? Würde ich sagen, das hier, weil sie war ja Balletttänzerin. The princess dancing, playing violin, spinning wool. I guess this is stuff she did for fun. Notice how unhappy she looks in all these pictures? I don't think she was having any fun. The wise princess looks like she's trying to run away. And she's being watched by the gold lady. Hmm. Huh. What's the gold lady doing? Whispering something into someone's ear behind the princess's back? Hmm. Okay, das ist ja... Sieht aus wie eine Waage, ausgeglichen. Da scheint es irgendwie nur um Geld zu gehen.
Gehen wir mal nach oben, ganz oben. Is the cold lake, is that it? It's opening. Ah, super. QL. Das ist ja auch schon What's mal was. What's in there this time? Is that Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young and happy. Wow. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. Oh, so that's how she found the house. Hier ist die Nummer von meinem Kumpel in Delos Crossing. Okay. Oh, das ist ein tolles Bild. Her father. Marianne, ich hoffe, der Brief kommt bei dir an, aber da du keine Kontaktdaten hinterlassen hast, muss ich ihn an deine Tante schicken und auf das Beste hoffen. Ich schreibe, um dir mitzuteilen, dass deine Mutter letzte Woche verstorben ist. Die Trauerfeier war heute, das Haus war den ganzen Tag lang voller Leute, Freunde, Familie, Kollegen und Kirchenmitglieder. Jetzt ist es 23 Uhr und ich sitze allein am Küchentisch, umringt von etlichen Speisen, Blumen und Beileidskarten. Deine Cousine Adi hat ein schönes Fotoalbum mit Ausbildern, mit Urlaubsbildern aus La Conna mitgebracht. Du bist auf allen mit drauf, heute aber warst du nicht da. Seit 4 Jahren haben wir nichts von dir gehört und wir können nur hoffen, dass du in Alaska oder wo auch immer du dich gerade aufhältst, angekommen bist und du und dein Kind in Sicherheit seid. Okay, die gehen davon aus, dass sie nur ein Kind hatte. Ist auch mal interessant zu wissen und dass sie halt... ja, keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hatte. Deine Mutter war jahrelang krank und depressiv. Du kannst dir sicher vorstellen, warum. Wegen des Kummers vor den eigenen Tochter gemieden zu werden und ihr Enkelkind nicht aufwachsen sehen zu können. Es befreite sich in ihrem Körper aus wie Krebs und hat sie komplett zerstört. Und all das Leiden, nur weil du wie ein launisches kleines Mädchen abgehauen bist, anstatt ihre Hilfe anzunehmen, als du außerehelich schwanger wurdest. Nachdem du das College abgebrochen hast und völlig pleite warst, sie hat mit dir ihre Hilfe nur angeboten, weil sie wusste, dass du nur noch nicht bereit bist, ein Kind großzuziehen, Marianne. Die Pflicht einer Mutter endet nicht, wenn das Kind das Haus verletzt. Jetzt bist du selber Mutter und ich hoffe, dass du anfängst zu verstehen, dass gute Erziehung nichts mit dem Vertätscheln von Kindern zu tun hat. Es geht darum, für sie zu sorgen und sie zu Persönlichkeiten zu formen, die sie werden sollen. Oder ob sie es wollen oder nicht. Ich werde dir nicht weiter zur Last fallen. Du hast deine Absichten deutlich gemacht. Ich dachte nur, dass du das wissen solltest. Boah. What the hell? Marianne was pregnant in 1992, before she even got here. Before us? Es muss ja noch ein anderes Kind gegeben haben. It's possible, but... she could have given it up or miscarried. Who knows? Yeah, you're right. Do you think we could track down her father? You mean the grandfather she never told us about? I don't think I want to. You're not at all excited about having more family. You saw the letter. I don't think we want any part of that. Fine. Let's keep digging. Karte haben wir auch noch nicht, ne? Salmonberry Park. Huh. Is that some kind of commune? Looks like it. So weird to imagine her living in a community like that. With, you know, other people. The weirdest part is how they all seem to love her. Where was prom queen Marianne when the whole town was turning on us? Können wir ja mal gucken, dass wir hier this just lit up, so die eine Figur noch hinstellen. Gold Lady stays locked up in her castle. So.
There are like a million possibilities. Probably quicker just to see if she left us a hint somewhere. So, jetzt brauchen wir ein Q und ein... Genau, jetzt brauchen wir hier ein L. Ah, das ist schon. Und hier können wir jetzt theoretisch einfach nur durchdrehen. Sei denn, wir brauchen noch woanders ein Rätsel, was wir lösen müssen, um noch eine Figur freizuschalten. Hier noch eine Figur hinstellen? Nee. Hey, I want to take a crack at this one before we try to figure out any others. Ja, aber das haben wir doch schon gelöst. Das hier können wir noch lösen. What's this? Hm. Some sort of map? What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. That's the Gold Lady's castle. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Some sort of clock. This is the princess's hammock. Why is nothing happening? Some sort of clock? Wird denn alles ausgewählt? Da ist die Auswahl. This is the princess's. Come on. Hier anfangen. That's the Gold Lady's castle. This looks like a dinner party with the old bear and the very some sort of clock. This is the princess's house. What's that? Come on. Okay, das ist alles schon mal gut zu wissen. Dann können wir nämlich gucken, wo wir anfangen. Fangen wir mal in der Mitte an. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beef, some sort of clock. Mal hier rechts rüber. This is the princess's house. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. That's the Gold Lady. Come on. Ja, das hat nicht hingehauen. Okay, dann heben wir das nochmal auf. Dann fangen wir mal hier mit der Uhr an. Some sort of clock? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. That's the Gold Lady's castle. Dann vielleicht hier? This is the princess's. Come on! Die Verbindungen, die passen irgendwie nicht so richtig. Ja, mal. That's the Gold Lady's castle. Obwohl, nee, dann haben wir, das machen wir nicht. Fang mal ganz rechts this an. This is the princess's house. Some sort of clock? What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey. That's the Gold Lady's castle. This looks like a dinner. Come on. Man weiß ja eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Also gucken wir nochmal. Hier oben sind ja, ganz oben sind die Beeren. Hier ist eine Uhr. Ach, hier ist er. Ist hier rechts das Bild? Passt das? Ne. Fangen wir nochmal mit der Uhr an.
Some sort of clock? What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. That's the Gold Lady's castle. This looks like a dinner, come on. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Some sort of clock? That's the Gold Lady's castle. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. This is the princess's. Come on. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey. This is the princess's house. Schwierig, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir die alle verbinden müssen. That's the Gold Lady. Come on. The Gold Lady, wenn das die Gold Lady ist, das ist ja ihre Mutter. Dürfte eigentlich, müsste anders geschaltet werden. Okay, dann fangen wir nochmal mit den Beeren an. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey. That degree in outdoor studies is paying off. This is the princess's house. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. That's the Gold Lady's castle. Some sort of clock? Come on! Buch wird auch gar nicht angezeigt. Das hilft uns auch irgendwie nicht. One day she took it away to a forest. Okay, gucken wir aber trotzdem mal, ob wir da noch was finden. Hat sie das ja in der Geschichte irgendwo versteckt. So, wo ist denn das mit dem Forest, mit dem Wald? Tja, irgendwie... Irgendwelche Ähnlichkeiten oder so, ne? Some sort of clock? Machen wir die Uhr. That's the Gold Lady's castle. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. This is the princess's. Come on. Können ja mal mit ihr reden, ja. Ah, nicht da. We'll get to those later. Let's finish this one, okay? Yeah. Hey, I want to take a crack at this one before we try to figure out any others. Why don't we solve this one first? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Den fangen wir noch mal bei dem Haus this an. This is the princess's house. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. That's the Gold Lady's castle. Some sort of clock? Come on.
That's the Gold Lady's castle. Some sort of clock? Geht es darum, Direktverbindung zu kriegen? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. What's that plant thing on top? Direktverbindung. Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that's the Gold Lady. Come on. Ist keine Direktverbindung. That's the Gold Lady's castle. Gibt's hier die Verbindung? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. What's that? Come on. Okay. Ich brauch mal die Verbindung. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Ich brauch mal die Verbindung zur Uhr von den Pflanzen da oben. What's that plant thing on top? So. Oh, those are definitely salmon. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. That's the Gold Lady. Come on. That's the Gold Lady's castle. Okay, man kann die einmal nach oben zu den Blüten und unten zur Uhr. Zur Uhr hat nicht funktioniert. This looks like a dinner. Come on. So. Könnten wir das Haus mal aufheben? Aber das Haus aufheben ist alles okay. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. This is the princess's house. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that's some sort of clock? That's the Gold Lady. Come on. Also, ich werde hier nicht so schlau draus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das können wir mal kurz. Ob wir da irgendwas finden in dem Buch, aber ja. Das wird so nix. Ich glaube, ich hole mal einen Stift. Und dann schreiben wir mal die Reihenfolge auf. I'm pretty sure everything in the stash was dated. Why don't we go take another look? So, da sind wir wieder. Gucken, ich habe ja auch einen Stift liegen, ob das klappt. Jo, der schreibt sehr gut. Dann alle Auswahl aufkommen. Okay, wir fangen mal an mit der Beere. Mit den Beeren. So. I'm pretty sure everything in the stash was dated. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. So, und dann nehmen wir mal die Prinzessin. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Die Prinzessin, Prinz, so. Dann nehmen wir mal die Uhr. Some sort of clock. Uhr. Dann nehmen wir das Schloss. That's the Gold Lady's castle. Schauen wir mal auf. Schloss.
Und dann nehmen wir mal das Haus von This hier. This is the princess's. Come on. Haus, so. Die Reihenfolge hat nicht funktioniert. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Schloss. So, um alles aufzuheben, brauchen wir ja nur die Beeren zu deaktivieren. Müsste der Rest auch aufhören, genau. So, also wir fangen mal an mit dem Schloss. That's the Gold Lady's Castle. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Uhr. Some sort of clock. Dann klicken wir die Prinzessin an. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Jo, das haben wir. Dann nehmen wir die Bären da oben. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, so, dann nehmen that's wir a grand outdoor study. This is the princess's. Come on. Haus. Okay. Die Kombination in der Reihenfolge hat auch nicht funktioniert. Dann fangen wir mal an mit dem Haus. So, gehen wir erstmal auf Schloss, um alles zu deaktivieren. This is the princess's house. Haus. Gehen wir mal zu den Bären. Mal auf. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Dann nehmen wir mal die Prinzessin. Oh, mal gut, dass man sich das alles aufschreiben kann. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Dann nehmen wir mal als nächstes die Uhr. Some sort of clock. So, und dann kommt das Schloss. Sehr gut. That's the gold lady. Come on. Nee, hat auch nicht funktioniert. Okay. Also heben wir das Haus auf. So, dann fangen wir mal an. Mit der Uhr? Ja, das ist aber auch. Das kann enden. Also, ob das uns so zielführend ist? Some sort of clock. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Schloss. Also, mit der Uhr hat alles begonnen. Gehen wir mal im Schloss. That's the Gold Lady's Castle. Dann würde ich sagen. Dann gehen wir mal zur Prinzessin. Die wohnt da in dem Schloss. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Jo. Dann gehen wir oben zu den Bären. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Und dann gehen wir mal zum Haus. This is the princess's. Come on. Funktioniert auch nicht. Okay. Fangen wir nochmal an mit dem Bären. Das ist jetzt zeitaufwendig und rein spekulativ, wie ich es hier mache. Viel zu machen. Ich versuche aus dem Bild irgendwas zu deuten. Wenn ich jetzt gucke, da unten ist ein Haus. Haus und Uhren könnten zusammen sein. Aber Prinzessin und... Okay, wir fangen mit den Bären an. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Okay, das ist blöd. Dann gehen wir aber von den Bären zur Uhr. Some sort of clock? Uhr. Dann gehen wir mal rüber zum Schloss. That's the Gold Lady's Castle. Dann gehen wir zur Prinzessin. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver.
Ja, und dann können wir das Haus aktivieren. This is the princess's. Come on. Okay, fangen wir nochmal an. Bärenschloss, Haus, Uhr, mit was haben wir denn noch nicht angefangen? Der Prinzessin haben wir noch nicht angefangen. Fangen wir mal mit der Prinzessin an. Erstmal die Beeren oben, dass die Auswahl komplett zurück ist. So. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Prinzessin. Some sort of clock. Mach die Uhr. That's the Gold Lady's Castle. Schade, dass ich die Logik dahinter nicht verstehe, aber okay, dann dauert es halt ein bisschen. Dafür sind's ja, sind so eine Spiele ja auch da. What's that plant thing on top? Dann kommen die Beeren. Those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Und dann kommt das Haus. Ich glaube, das Haus sollte auch mal am Schluss sein. This is the princess's. Come on. Die Frage ist, ob vielleicht das alles so sein muss, dass die Prinzessin in der Mitte ist, dass alles zur Prinzessin führen müsste. Dann wäre ja, sage ich mal, wenn es so wäre. Ist das jetzt nochmal? That's the Gold Lady's Castle. Das baut nach unten die Verbindung auf. This is the princess's house. Beide sind auch verbunden. Frage ist aber. This is the princess's house. Das zuerst mache. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beef. Some sort of clock. Okay, die beiden sind auch schon mit der Prinzessin verbunden. That's the Gold Lady's castle. Das ist falsch. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Sind die verbunden? Hey. That degree in outdoor studies is paying off. Also keine direkte Verbindung zur Prinzessin. That's the Gold Lady. Come on. Und ich glaube, ich vermute mal, machen wir die What's Beeren. What's that plant thing on top? That's the Gold Lady's castle. Die Beeren zuerst drücken. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beef. Die verbunden. Mal Beeren zuerst. What's that plant thing on top? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. This das is Haus. The princess's house. Okay, jetzt die Uhr. Die Uhr soll sich auch damit verbinden. Some sort of clock. That's the Gold Lady's castle. Okay, alles, was ich jetzt quasi, wenn ich jetzt anfange und sage, ich gehe in die Mitte und ich sage das Schloss, dann muss ich das Schloss mit der Prinzessin verbinden. Wenn ich dann sage, ich klicke die Beeren, müssen sich die Beeren eigentlich auch mit der Prinzessin verbinden. Oh, those are definitely salmonberry flowers. Immer mit dem... Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Also, es geht eigentlich darum, glaube ich, das Schloss mit der Prinzessin, die Uhr mit der Prinzessin. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich mal die gegenüberliegende nehmen. Ich versuch's mal so. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Wir nehmen das. So. Das Haus hat eigentlich keine Verbindung zum Schloss. This is the princess's house. Das heißt, ich kann hier eine direkte Verbindung herbauen. Das heißt, als nächstes, wenn ich jetzt die Uhr nehmen würde, würde das, die Uhr sich mit dem Haus verbinden. Also nehmen wir jetzt mal das Schloss. That's the Gold Lady's Castle. Verbindet sich das darüber? Okay. So, wollen wir aber auch nicht. Nehmen wir mal. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Das ist auch eine Verbindung. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Some sort of clock?
Nochmal die Uhr. Die verbinden wir. Ah, alles klar, so. So könnte es auch gehen. Jetzt nehmen wir die Prinzessin, die verbinden sich. Wenn ich jetzt das Haus nehme, verbinde ich das Haus damit. So. Nehme ich jetzt aber die Bären, verbinden sich die Bären wieder mit dem Haus. Dann versuche ich nochmal Schloss. That's the Gold Lady's Castle. Schloss hat aber auch eine Verbindung. So, und das Ziel ist ja wahrscheinlich, alles in der Mitte zu verbinden. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Soll das von dieser Reihenfolge aufzählen? Das heißt, wir nehmen als erstes That's the Gold Lady's Castle. Schloss. Ja, warte mal. Ja, wir nehmen als erstes das That's Schloss. The Gold Lady's Castle. Und verbinden das mal. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. So. Wenn ich jetzt die Bären klicke, würden die Bären sich mit dem Schloss verbinden. Das möchte ich ja nicht. Klicke ich die Uhr, würde sich die Uhr mit dem Schloss verbinden. Das möchte ich aber auch nicht. So, und ich glaube, wenn ich jetzt das Haus anklicke, dann kann es sich ja nicht mit dem Schloss verbinden, sondern nur mit der Prinzessin. This is the princess's house. Jo, das hat funktioniert. Alles klar, ja, das ist schon sehr logisch. So, und jetzt muss ich gucken. Nehme ich die Bären? Die Bären können sich nicht mit dem Haus vermischen. Das geht ja gar nicht. What's that plant thing on top? Doch, geht. Oh, those are definitely salmonberry flowers. Okay, dann gucken wir mal, was ist mit der some sort of clock? Die Uhr. Also nehmen wir mal die Bären. Plant thing on top? Die sollen sich oh, this looks verbinden. Like a dinner party with the old bear and the very old beaver. So nehme ich das. This is the princess's house. Ist denn, wenn ich jetzt die Prinzessin, wenn ich das jetzt aufhebe? Und sage, ich nehme die Uhr. Some sort of clock? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Okay, dann könnte ich ja some sort of clock. Das immer so machen, dass ich quasi das ausnehme. That's the Gold Lady's castle. Ja, will ich ja auch nicht. This looks like a dinner party with the old bear and the very That's the Gold Lady's castle. Jetzt haben sich die beiden verbunden. Die Uhr drücke, wird sich die Uhr mit dem Schloss verbinden. Ich habe eine Direktverbindung hier. Some sort of clock. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Das ist ja eine komplizierte Geschichte. So. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. This is the princess's house. Wenn ich jetzt die Prinzessin ausmache, geht das Haus dann auch weg? Ja. Vielleicht ist es ja auch so, dass nur wichtig ist. That's the Gold Lady's castle. Das. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. So. Was ist denn, wenn jetzt, sage ich mal, nur das Schloss und das Haus verbunden werden muss mit dem Bären? Wie so eine Art Kreuz oder so. Also fange ich mal mit dem Bären an. What's that plant thing on top? Klicke ich mal hier. Those are definitely salmon. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beef. That's the Gold Lady's castle. Das so verbinden. Jetzt gucke ich mal, aber dann
This is the princess's house. Some sort of clock? This is the princess's. Come on! Some sort of clock? This is the princess's house. Das verbindet sich wieder nur damit. That's the gold lady's. Come on! Nee. Ich hab keine Ahnung. Ich muss vielleicht mit ihr nochmal reden hier mit meiner Schwester. Prinzessin steht doch im Mittelpunkt. Oh, da kann man echt verflucht sein. So, gucken wir mal. Also... Das Schloss hat Verbindung zu dem Haus. Das Schloss hat Verbindung zu der Uhr. Das Schloss hat Verbindung zu der Prinzessin und zu den Bären. So, die Uhr hat Verbindung zu dem Schloss, zu dem Haus und zu der Prinzessin. So, wenn wir wollen, dass die Uhr... quasi mit der Prinzessin kommuniziert. Also, dass die... Dann müssten wir theoretisch... Lassen wir mal mit der Uhr anfangen. Nee, das ist... Nehmen wir mal komplett raus. Das heißt, wir gehen einfach mal nur auf die Uhr. Ist die aktiviert? Könnte ich theoretisch... This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Jetzt hat das... okay. So, wir haben jetzt die Uhr verbunden. Ne, genau, wenn ich jetzt oben die Bären nehme und ich würde danach das Schloss nehmen, dann würde das Schloss sich mit den Bären verbinden. Ich möchte aber, dass die Bären auch mit der Prinzessin verbunden sind. So. Nehme ich jetzt das Haus und verbinde es mit der Prinzessin, dann würde wahrscheinlich als nächstes Schloss sich damit verbinden. Okay, wir versuchen es mal so. This is the princess's house. Ich jetzt die Bären nehme. Die Bären haben keine Verbindung. Zu dem Haus, ne? Die müssten sich mit der Prinzessin verbinden, hoffe ich doch. What's that plant thing on top? Nee, doch da oben. Those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. That's the gold lady's castle. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. That's the gold lady. Come on. Oh nee. Eieieiei. So. Würde ich jetzt die Bären anschalten, würde ich die Prinzessin nehmen. Das nehmen wir, das machen wir erstmal so. What's that plant thing on top? Jetzt sind wir die Prinzessin. Oh, those, this looks like a dinner party verbindet with the old bear and the very old beaver. Schloss. That's the gold lady's castle. Jetzt ist es mit der Prinzessin. Some sort of clock. This is the princess's. Come on. Das ist eine Linie quasi. So, aber das soll ja nicht sein. Also kann ich mit den Bären nicht anfangen.
Oh, ist das knifflig. Könnt ihr auch im Internet gucken, aber das wollen wir ja nicht. Nochmal. Ich fange mal ein Schloss an. That's the Gold Lady's Castle. Das hat die meisten Verbindungen überall hin. Dann nehmen wir mal die Prinzessin. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Mal die Beeren. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies. This is the princess's house. Verbindung zu den Beeren. Some sort of clock. Come on. Also ich kann, wenn ich so mache, ich darf auf jeden Fall nicht mit der Prinzessin anfangen. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Fangen wir mit dem Schloss an. That's the Gold Lady's castle. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Some sort of clock. So. Wenn ich jetzt hier aufhebe, dann geht das alles wieder zurück, ne? Ja. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. This is the princess's house. Some sort of clock? What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoors. This looks like a dinner. Come on. Nee. Ziel ist es bestimmt, dass wir die Prinzessin in der Mitte. Das funktioniert. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. This is the princess's house. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Wir müssen immer mit einem anfangen rechts und dann das nächste die Prinzessin, damit der nächste Auswahlstein sich auch mit der Prinzessin verbindet. Scheiße, dass sie alle Verbindungen miteinander haben. That's the Gold Lady's castle. What's that plant thing on top? Sich damit. Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Some sort of clock? Ja, mal zur Uhr. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. This is the princess's house. Haben wir die beiden Verbindungen? Genau, also drücke ich jetzt auf die Beeren. Verbinden die Beeren sich mit dem Haus. Drücke ich auf Schloss. Dann wird das Schloss damit. That's the Gold Lady's Castle. Also können wir das eigentlich alles auch schon knicken. Fangen wir mal mit den Beeren an. Thing on top? Oh. Those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. So. Das Schloss und die Uhr hat Verbindung zum Haus. Klicke ich das Haus an, habe ich das Problem. Kann das Schloss anklicken? That's the Gold Lady's castle. Irgendwie funktioniert das ja nicht. Irgendwas übersehe ich. Some sort of clock? This is the princess's. Come on. That's the Gold Lady's castle. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Some sort of clock? This is the princess's. Come on. Yeah. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir gucken jetzt mal nach der Auflösung. Das geht leider nicht anders.
Oh. So. Dann gucken wir mal. Wo ist denn unser Firefox? Auf die normale Desktop-Anzeige kommen wir ja nicht hin hier. Mit Firefox, ne. Ach so. Mozilla, da ist ja, das ist der Thunderbird. Okay, da wird wahrscheinlich schon 64-Bit sein. Wo ist er? Mozilla Firefox, da ist er. So. Tell me why, Lösung. Anders geht's nicht. Kapitel 3. Tell me why, Lösung, Kapitel 3, Spieletipps. Das Rätsel des Jägers. So. Ah, hier haben wir's. Video, das ist das Videoguide. Unterschiede haben wir gefunden. Hier gibt's das Schieberätsel der goldenen Fürstin, der Vogel. Okay, so, da steht's. Im Schloss ist Mary aufgewachsen. Dann die Lachsbären. Dann arbeitete sie als Uhrmacherin. Dann das Holzhaus. Hier ist ein ganz anderer Lösungsansatz, als ich das dachte. Und dann das, die Prinzessin, das Essen quasi. Okay, probieren wir das mal. Geht leider nicht anders, wenn man nicht drauf kommt. Warum sollte man sich nicht Hilfe holen? So. Dann nehmen wir nochmal alle Auswahl zurück. Oben auch. Und dann machen wir das mal so, wie es da stand. That's the Gold Lady's Castle. Also im Schloss auf, ist sie aufgewachsen. So. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Dann die Uhr. Hey, some sort of clock. Dann das Holzhaus. This is the princess's house. Und dann das Essen. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Okay, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. What's in there? So, und jetzt haben wir noch eine Lösung QLE. Ja. Ist ja auch schön. Okay, untersuchen wir das Ganze mal. The princess's loss. Is this from the Book of Goblins? Not that I know of. Well, sure looks like it could be. Der Verlust der Prinzessin. Es war einmal in einem uralten tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Ihre Reise durch den großen weiten Wald bis zu diesem Haus hatte sie nicht mehr als in kleineren auf den Leib und einem einzigen Gedanken an ihr alten Leben bestritten. Einer strahlenden Tiara auf ihrer Flucht vor dem wilden Jäger hat sie fast all ihr Hab und Gut verloren. Die Bäume rissen ihr den Rucksack von den Schultern und zerfetzten ihr Kleid, sodass sich dicke rote Strieben auf ihrer Haut bildeten. Doch die ganze Zeit hinweg drückte sie Tiara eng an ihre Brust in der Furcht, womöglich zu stolpern, sie fallen zu lassen. Die Tiara hatte ihren eigenen Platz in dem großen Holzhaus, ein Kissen am Fenster, so wie, wo die Sonne auf ihre Oberfläche fiel und sie zum Glänzen brachte. Die Prinzessin konnte die Tiara stundenlang ansehen. Sie staunte über ihre Schönheit und ließ ihre Finger an ihren Kurven hinabgleiten.
Jeden Morgen erwachte sie und widmete sich als erstes ihr Schmuckstück. Sie polierte die gesamte Oberfläche, damit die Tiara Glanz erstrahlen konnten. Jo, okay. Gehen wir mal raus. Machen wir weiter, weiter. Das lesen wir jetzt nicht alles durch. Gehen wir mal raus. And that was how the princess lost her most precious treasure and her title. That was the story she read us that night. God, it makes sense now. Yeah, she got pregnant. And she ran away to start a new life. And then she made her way to Delos Crossing, where she was finally happy. Aber was ist mit dem Kind passiert? But then the baby died. I can't even imagine how she must have felt. She left everything behind. Built a whole new life for him. And then he was just gone. I guess having us helped her move on. But when it looked like we were going to be taken away, she snapped. She just couldn't lose any more children. It really wasn't anything we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. And now I do. Yeah. But we still haven't seen what's in that chest. Okay, QLE müsste das sein. Okay, so... Why don't we just break this open? There's a crowbar right downstairs. What? No! You don't want to try and figure out what all this means? I'm so done with her riddles. Ja, das muss es gewesen sein. The princess lost her most precious treasure. That crowbar is sounding pretty nice right now. Nochmal sagen, wir nehmen eine andere Reihenfolge. L. Und dann E. Und dann Q. Ah, nicht da Q. Ganz hinten rechts. Ah, yes. Alles klar, hat geklappt. Also umgedrehte Reihenfolge. Oha, jetzt wird's düster. Wow. Did it just get darker in here? Sieht aber nice aus. Ollie, she noticed. Why does she have a photo of that tree locked in here? Is that... Leo Ronan. Oh, jetzt sehen sie das erste Mal ihr Geschwister. Why didn't she tell us about him? Geschwisterchen. Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why. Allie... Did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Come on, let's go to the dock. It's time to finish this. You really want to go? You sure we've seen everything?
I guess we could stay a little longer if you think there's more to find. The very old beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? So. Schauen wir mal das mit dem Haus. Wenn, dann wollen wir ja mal alles lösen, ne? She fixed the roof shingles. Or not. Das Bild gibt es gar nicht, oder? Buch der Kobolde? Mal gucken wir mal rein. Ich finde, ich habe das gar nicht gefunden. Ist gar keine Hausreparatur oder irgendwas. Und zwei Diebe. Schatz. The beer fixes the house. Biberdamm repariert. Es war einmal am uralten Tiefenwald eine kluge Prinzessin, die einen großen Holzhaus lebte. Eines Nachts wurde das Haus von einem besonnenmächtigen Sturm heimgesucht. Der Wind ließ die Schindeln auf dem Dach und die Bretter an den Wänden klappern. Es rüttelte sogar an den Pfählen, auf denen das Haus errichtet war, so dass die gesamte Struktur ins Wanken geriet. Die Prinzessin versteckte sich in einem Schrank und fürchtete, das ganze Haus könnte einstürzen. Während dies, sie schlief. Am nächsten Morgen stand das Haus zwar noch, doch es war schwer beschädigt. Der Sturm hatte die Schindeln. Okay, also nehmen wir mal einen Zettel. Das lösen wir jetzt mal ohne Internet. Die Schindeln. Dach gepustet und Bretter aus den Wänden gerissen. Also Bretter. Er hatte sogar einen der Pfähle verbogen. Okay, Pfähle. Auf denen das Haus errichtet war. Die ersten beiden Probleme konnte die Prinzessin angehen. Doch das letzte bereitete ihr Sorgen. Was soll ich tun? Fragte sie, kluge Prinzessin voller Verzweiflung, denn obwohl sie viele Dinge wusste, wusste sie nicht, wie man ein großes Haus, Holzhaus repariert. Just in diesem Moment kam der alte Bär vorbei, um zu sehen, wie die Prinzessin mit dem Sturm zurechtkam. Als er sie dabei vorfand, die Bretter wieder an die Wände zu nageln, rief er, hör auf, Prinzessin, lass mich das für dich tun. Okay, der Bär hat also die Bretter gemacht. So, Dach zur Hand gehen. So, ich tue es gern. Warte mal. Als er sie dabei vorfand, die Bretter wieder an die Wände zu nageln, rief er, hör auf, Prinzessin, lass mich das für dich tun. Ich tue es gern, sagt die Prinzessin, aber wenn du mir mit dem Dach zur Hand gehen willst, dann nur zu. Als die beiden die Wände und das Dach. Okay, also der Wand und Dach. Wieder hergerichtet hatten, begutachteten sie den verbogenen Pfahl. Pfahl. So, Gewicht dagegen stemmen, sagt der Bär. Ich bin sehr groß. Mit diesen Worten stellte er sich auf die Hinterbeine, damit die Prinzessin auch wertschätzen konnte, wie groß er war, und warf sich eine gesamte Masse gegen den Pfahl. Es folgte ein dumpfer Ausprall und ein lautes Knirschen und der Pfahl verrückte tatsächlich. Noch viel zu weit, so dass er nun die andere Richtung verbogen war. Die kluge Prinzessin entschied, dass ein größerer seine größere Präzision gefragt war und dachte sogleich an die steinalte Biberdame mit ihren perfekt gepflegten Damm. Vielleicht kann sie helfen. Sie machte sich auf die Suche nach der steinalten Biberdame, fand das eifrige Tier dabei vor, wie sie einen von Sturm beschäftigten
beschädigten Teil ihres Damms frischen Schlamm nachbessert. Der Großteil des Damms war jedoch unversehrt, weil die Biberdame sehr geschickt darin war, Dinge zu bauen. Die Prinzessin wusste, dass sie die richtige Ansprechpartnerin sein würde. Biberdame sprach sie: Mein Haus wurde durch den Sturm beschädigt. Könntest du mir dabei helfen, es zu reparieren? Ich denke, das könnte ich tun, ja, sagte es steinalte Biberdame und ließ ihre Arbeit an ihren eigenen Bau stehen und der Prinzessin zur Hand zu gehen. Die sehr alte Biberdame begutachtete das große Holzhaus und nickte. Das wird nicht schwer zu reparieren sein, sagte sie und machte sich an die Arbeit, den Pfahl mit ein paar gezielten Schlägen ihres Schwanzes zu richten. Als sie fertig war, streichelte die kluge Prinzessin die Biberdame den Kopf. Vielen Dank, Biberdame, sagte sie. Der Wind hat die Schindeln vom Dach gepustet, die Bretter von den Wänden gerissen und sogar den Pfahl verbogen. Dank dir habe ich nun weiterhin ein Heim. Das ist noch nicht der Rede wert, sagte die steinalte Biberdame und machte sich auf, um weiter an ihren Damm zu arbeiten. So, in diesem Winter wurde die steinalte Biberdame krank, schwerkrank. Sie konnte weder ihren Bau in Ordnung halten noch Essen suchen. Als Prinzessin davon erfuhr, beschloss sie sogleich, die Biberdame Mahlzeiten zu bringen. Sie brachte ihr Eintöpfe aus Mais und Bohnen sowie Körbe gefüllt mit Borke und Zweigen von der Lieblingsespe der Biberdame. Eines Tages bemerkte die kluge Prinzessin, dass der Bau der Biberdame zu zerfallen begonnen hatte. Sie machte sie sogleich ans Werk, und auch wenn die Bein seitdem nicht so talentiert war wie die steinalte Biberdame, so hielt die Reparatur den Bau dennoch warm und trocken. Vielen Dank, sagte die steinalte Biberdame, aber natürlich, sagt die Prinzessin, du hast mir geholfen, als der Sturm mein Haus beinahe niedergerissen hat. Okay. Also. Dachschindeln reparieren. She fixed the roof shingles. Dann haben wir. She fixed the planks that were blown off the walls. Ja, die Bretter und dann auf den Pfahl. She slapped the post with. All right. Jawohl. Da ist es. Damn. That must have been rough on Eddie. Yeah, he doesn't really like to talk about her. Liebe Mary Ann, du hältst hier jedes Mal die Ohren zu, wenn ich die Unterhaltung mit dir führen möchte. Also dachte ich, dass ich meinen Brief besser Chancen habe. Okay, aber das ist so viel Geschichte. Aber wir haben's gelöst. The crafty goblins' good deeds. Of course. The goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Er unterrichtet die Goblins. Was ist das hier? Die Kobold trägt einen Besam aus. Broke open the beehive for the bear. Maybe not. Oh, the crafty goblin's good deeds. Die falschen Knöpfe drücken. The goblin. So. Das Frau Stamme wird bestraft. Had to help out the creatures of the forest to pay off their. It broke open. Und die Prinzessin. Gucken wir mal, ob die irgendwie ein Bild finden mit einem Bär. Mit Honig oder so. Ah, hier. Könnte es sein. Froschdame wird bestraft. In the beehive for the bear.
Also der Bär, das ist schon richtig. Der hat Honig. So, der Biber. Wollen wir hier ein Bild vom Biber finden? Hier finde ich nichts. Der hat was in der Hand. They helped fix the beaver dam. Nicht helfen? Maybe not. Helfen. They hugged the princess when she was crying. Huh. They had to give nuts to the muskrat. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. They removed a thorn from the frog's back. Or not. They broke open the beehive for the bear. Der muss mal helfen, auf jeden Fall. Actually, I'm not sure. Actually, I'm not sure. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Or not. Yo, wir haben's. Nailed it. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. So, das Pelican Crossing ist eine hochwertige Geschenkboutique, na, der blablabla. Okay, die Geschichte wollen wir uns nicht durchlösen, aber wir wollten das Rätsel lösen. Das haben wir gelöst. Das haben wir gelöst. Ah, hier ist noch eins. The old bear's gifts for the princess. I'm totally blanking on that story. What did he give her again? Why don't we open up the book and check? Old bear gives it for the princess. Das ist das, ja. So, der Bär und die Prinzessin. Es war einmal ein uralter und tiefen Wald, ein alter Bär am Ufer des Flusses, der Jagd auf die Lachse machte, die zu ihrem Laichgründen unterwegs waren. Gerade als er ein besonderes Fest an einem Pranke hielt, hörte er den Hilferuf einer jungen Frau. Kurz dachte er darüber nach, einfach einen Lachs zu fressen, doch schon schrie sie abermals und der Bär machte sich auf, der Sache auf den Grund zu gehen. Es dauerte nicht lange, bis er auf die Prinzessin traf, die sich an den Wipfel eines Baumes klemmte, während unten ein Wolf hungrig seine Kreise zog. Für gewöhnlich würde sich der alte Bär in einer solchen Angelegenheit nicht einmischen. Schließlich war auch er ein Raubtier und verstand den Drang des Wolfes, auf die Jagd zu gehen. Doch als die Prinzessin sah, war er von ihrer Schönheit verzaubert und wusste, dass er helfen musste. Mit wildem Gebrüll stellte sich der Bär auf seine Hinterbeine und richtete sich zu einem vollen Größen auf. Okay. Guck mal, was hier steht. Beste einsammeln. Was ist das hier? Einsammeln. 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 Okay. A newly bloomed bluebell? A handful of ripe berries? Fresh caught salmon? Oh. Nice. Ging aber einfach. Man, he had it bad. Er hatte es schwer, konnte einfach nicht loslassen. Tut mir leid, dass ich in deinen Zettel und die schiebe. Okay, aber. Okay, was haben wir denn auch? Ah, hier ist noch eins. The crafty goblin's loot. That's from the princess and the two thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. And you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Genau, dann gucken wir uns nochmal an, was die geklaut haben. Gibt's ja. Hier war das. So.
Es war einmal ein uralten tiefen Wald, die kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebt. Das Haus war aus massivem Holz gebaut, das aus dem Wald stammte und der Prinzessin Wärme und Geborgenheit schenkt. Die Prinzessin wurde nicht im Wald geboren, doch sie sprach nie davon, wo sie hergekommen war, denn das brachte sie immer zu weinen. Sie hatte nicht viele Freunde, aber so gefiel es ihr am besten. Der Wald war groß und sehr tief und viele Pfade führten zu ihrem Haus, aber es kamen nur wenige Besucher vorbei. So. Also nahm sie nur so viel, wie sie brauchte. Und für eine lange Zeit verbrachte sie in dem großen Holz. Also ein großes, schönes Leben. Eines Tages im Winter, als die Erde... So, wo war das? Okay, dann können wir es doch ganz lesen. Eines Tages im Winter, als die Erde unter einer dichten Schneedecke lag und schwere Eiszapfen von den Ästen hingegen merkte... Die kluge Prinzessin, das aus ihrem Haus Essen verschwand. Zunächst war es nicht viel, nur ein paar Früchte, Nüsse und Eier, die über Nacht verschwanden. Vielleicht waren es die Vögel, sagte sie sich doch, Mäuse. Und eine Zeit lang akzeptierte die Prinzessin die verschwundenen Lebensmittel, denn der Winter war lang und die Kleintiere mussten ja auch etwas essen. Aber dann verschwanden plötzlich auch kleine Gegenstände, Löffel und Teller, Gabel und Messer. Und Decken. Okay, also. What if they took some spoons? So. Lebensmittel? Some flour for the cake, maybe? Maybe they took some of the princess's fruit? Da oben sind Bonbons. Die wurden ja nicht gestohlen. Hm. Didn't they take some of the princess's clothes? I'm pretty sure they stole some eggs. Ich glaube auch, dass die. Actually, I'm not sure. Auf Früchte war schon richtig. So, das sind Eier, ne? Actually, I'm not sure. Wo sind die hier? Decken, also Klamotten? Did they steal candy? Ich glaube, Süßigkeiten hatte die gar nicht. Maybe not. I'm pretty sure they stole some eggs. Nee, Eier hat's auch Actually, nicht. I'm not sure. Didn't they take some of the princess's clothes? Was ist das hier? Actually, I'm not sure. Maybe not. Some flour for the cake, maybe? Aber die haben doch, sie hat doch geschrieben, What if they took some spoons? Actually, I'm not sure. Wait. Actually, I'm not sure. Maybe not. So, gucken wir mal, ob das... Die zwei Diebe, wo waren das? So. Früchte sind weggekommen. Nüsse und Eier. Schreiben wir mal auf. So. Gucken wir mal, dass wir die kriegen. Also. Früchte. Maybe they took some of the princess's fruit. Eier. I'm pretty sure they stole some eggs. Nüsse gab's ja hier nicht. So, lesen wir mal weiter. Ja, falsche Geschichte. So, verschwunden. Die Tiere mussten auch etwa... Also Löffel und Teller, Gabel und Messer.
Also Löffel sind noch weggekommen. What if they took some spoons? Yo, das war schon. That's it. I always wondered where that drawing went. She said it was her favorite and then one day it just disappeared. Du bist die beste Mama auf der ganzen, die schönste Prinzessin. Okay. So. Das ist denn noch ein Rätsel? Wo ist denn unsere Schwester? Aber ich glaube, wir haben jetzt alles gelöst. Das haben wir gelöst. Jo. Das haben wir gelöst. Das haben wir gelöst mit dem Diebstahl. Das haben wir auch gelöst. Hier können wir nichts mehr hinstellen. Hier ist auch keine Figur mehr. Nee. Okay, dann können wir abhauen. Dann haben wir hier alles gemacht, was wir machen mussten. You really want to go? You sure we've seen everything? Ja, wir gehen. Either way, I'm ready for this to be over. Me too. Gucken wir mal am Steg, was da los ist. Und dann finden wir raus, wer unser Vater war. What are we waiting for? I want to know who was here that night. Let's try and remember who Marianne was arguing with. Gucken wir, ob wir das rausfinden. Tom Vecchi is our father? Of course. It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. That's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. Ugh. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? Das war doch der aus der Polizeistation, oder? We need to talk. We know it was you. Ach, oder ist Tom der aus dem Laden, der Ladenbesitzer? Das wird jetzt ja nochmal interessant. Ich kann mir die Charaktere mal so schlecht merken. Vielleicht wollte deswegen die Frau von ihm, dass die Kinder wegkommen. Let me take the lead on this. I know him better. I thought I did, anyway. Sure. Whatever. As long as we get answers. Der Ladenbesitzer. Kids, listen. You're our father. Yes. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. That winter was rough on everyone. You would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Maybe it was Tessa's idea initially. But I supported it. And your mother was happy to live off our handouts.
Alter, so ein Arschloch, ne? You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was gonna blow up in my face. I had to do something. You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? I know it wasn't my best moment, but she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide anything. Everything happened so fast, I panicked. And by the time I got to town, Brown was already on his way out. There was nothing else I could do. Ja, das war so ein ruhiger Charakter, ne? Das ist schon heftig. Du wolltest unsere Scheune niederbrennen, haben wir schon. You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was gonna blow up in my face. I had to do something. Okay, gleich vibriert das Joypad, das heißt, ich kann mit Tyler wahrscheinlich mal sprechen. So what do we do now? We tell him he's gotta fix the mess he made. One way or another. You failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want. As long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. But please, Tessa can't know. This would kill her. Tessa already knows, Tom. No. That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? She never said anything. Oh, Lord. You should try talking to your wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. And you just couldn't risk being there when it happened. Even though it meant leaving her to raise kids out here all by herself. None of this would have happened if you'd manned the fuck up. I didn't have a choice. Ich will auch immer nicht zu viel dazwischen reden, sonst kann man den Dialog ja gar nicht lesen. Well, your mother was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. I got caught up. Love made me a fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. He's afraid it'll tank his campaign. Am I wrong? Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it. But I will if I have to. What? Yeah. Your little story about self-defense. I've never told anyone. Oh, it's a bit of a hiker. That night, I came out here because I was worried about your mother. Thank you.
do it. They made me do it. Why did they do it? This is his fault. Jetzt sieht man zum Haus einer ganz anderen Perspektive. Ach, er hat ihn als wilden Jäger erkannt, sozusagen. Oh, das ist auch eine richtig miese, heftige Nummer, also... Ganz üble Geschichte. Überleg. Okay, sie hat gesagt, sie will ihm nicht wehtun. Vielleicht wollte sie auch den. Vielleicht wollte sie ja den Typen hier umbringen, aber nicht ihre Kinder. Die haben das natürlich missinterpretiert. Ah, ist schon traurig. Ist aber Gott sei Dank nur ein Spiel und nur eine Geschichte. No! No way! You're a fucking liar! I saw what I saw. You're manipulating us just like you manipulated her! Tyler! You're not listening to this, are you? Be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but clear, but you'll be a killer. What will your uncle say? And Michael? Well, the whole town might turn on you. Don't touch her. You know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please. Think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake. Gut, dass sie das ihren Onkel schon erzählt hat. Leave us the fuck alone and never come back. Hätte eigentlich eher gedacht, dass er noch ausrastet und die beiden umbringen will. Ey, die Mutter von den beiden hätte noch leben können. Allie, you okay? He didn't let that asshole get to you, did you? Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ich muss sagen, ihr Bruder ist jetzt aber auch ziemlich anstrengend. I haven't been able to shake this feeling like something's off. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler.
wichtig ist, dass die beiden jetzt zusammenhalten. Sonst kannst du dein Leben vergessen. Mann, ey. Ein heftiges Ende. Sieht's gut aus, mal sieht's dann böse aus. She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. She threatened Tom with those exact same words, with the same gun on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here too? Yes, it's possible. Fuck. I don't know. And we're never gonna know the truth, are we? Because the second you walk away from something, that's it. Yeah. I guess at this point, you just have to decide what you believe. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with whatever version of the past feels the most true to you. No more running. Whatever you choose, you gotta live with it, okay? Hast du recht. Gänsehaut beim Ende der Geschichte. We got confused. Are you sure? Yes. That attic. Tyler, that was meant for us. It was our way of explaining what she was going through. I made a horrible mistake. Hey, it's okay. I'm here. Hui, das ging aber durch Mark und Bein. Geile, heftige Geschichte. Hey, peep what I just found downstairs. What do you think?
Would have aged well, or just gone bad? Where are you at right now? I just keep hearing her say she wasn't going to hurt you. Over and over. We were kids. We freaked out. We weren't equipped to deal with that shit. She was just talking to you. And I killed her. Stop. I don't want to use our voice again. Ever. What? Seriously? I don't know. But I want to stop feeling like this. And I think we'll be better off without it. Absolut verständlich. This morning, I kept getting these horrible visions. You and Marianne and Eddie. Visions? Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay. I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us, us. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted the day he would emerge. Brothers and sisters? To once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And that is the story of how the crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. Woo! Heftig, ja. Das ist echt. Irgendwie hat die Geschichte, auch wenn sie tragisch ist, noch was Schönes und löst bei mir irgendwie eine Gänsehaut aus. Wow, eine sehr, sehr geile Geschichte. Ein sehr, sehr geiles Ende, muss ich sagen. Also, sehr ergreifend. Es hat sich richtig gelohnt, dieses Game zu kaufen. Ohne Scheiß. Wirklich richtig, richtig gut. 6 Monate später. Oh, er lebt da immer noch. Hat jetzt aber kürzere Haare. One last look. I'm good to go.
Okay, die haben 6 Monate gebraucht, das Haus auszuräumen. Hey, me. House is empty. I'm getting ready to head out. So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty. You're dropping off the keys with Tina, right? Yep. Gonna leave them at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. How's Juno? Big and full of people, even without tourists. Michael's been writing up rules for the apartment. I need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there, okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need like twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, right? This cannot stand. How are you? Good, actually. Really good. You? Same. You know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The observatory really needed me this week. And after everything that happened, I just felt like I needed to keep some miles between me and Delos Crossing. No worries. You still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter writing she assigned me as homework. It really helped me get some perspective. That sounds awesome. Did you see the article I sent you about Tom losing the election? Ah, yes. I saw your message right before derby practice, so I didn't have time to read it. But I did cackle at the headline. Did you picture Tom's face whenever you went in for a block? No, but that is a great idea. Anyways, I'm glad Tessa finally left his ass. Karma is a bitch. Da hat er recht. Okay. I'm gonna hang up now. See you tonight. Okay. I'm gonna take one last walk through the house and then head to the ferry. Drive safe. Pretty sure that's the only way possible in the old Allison Mobile. Love you, Tyler. Love you. Gehen wir nochmal ins Haus rein. Huh. Well, at least she finally dumped his ass. Der allerliebste Allison, ich schreibe den Brief flug. Dann ist es okay. Sucks to suck, Thomas Anthony Fecky. Krass, ne? Das Haus sieht so leer aus hier. Die nehmen wir noch mal mit. Man, seeing it empty is so weird, but at least it's the last time we'll ever have to. Michael Tyler. Gestern Michael Tyler muss echt eine Erleichterung sein, mit diesem Ort durch zu sein. Tyler, sage ich dir, wenn der Verkehr nicht allzu schlimm ist, sollte ich um 16 Uhr wieder bei uns sein. Michael, haha, Verkehr ist in der Lust. Okay. Okay, das hat er auch noch. Das sind auch so ein paar so persönliche Gegenstände. Ich habe mir ja schon gedacht, dass er da nochmal rein muss ins Haus. Okay, dann gehen wir nochmal kurz nach oben. Mal in diesen anderen Raum können wir auch noch mal reingehen. Ob hier noch irgendwas ist. Nee. Schon krass, ne, wie leer das aussieht jetzt hier.
Das Badezimmer, das habe ich damals auch nie so richtig gesehen, ne? Auch nichts. Ist auch nichts. Okay. Goodbye, Broom. Goodbye, Room. Goodbye, Man on the Moon. For posterity. Gucken wir nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben. Nee. Okay, dann können wir eigentlich abreisen. Schließen eigentlich? Ja, okay. It's too bad Tessa closed her cafe. That other place just doesn't quite hit the spot. I should have probably run these by his place. Or just dropped them off at Bernie's. I should have probably run these by his place. Or just dropped them off at Bernie's. So. Tür ist zu. Das war's quasi. Ja. Wir hätten theoretisch auch nochmal in die Scheune gehen können, aber. Well, ich denke mal, das reicht. This is goodbye for real, I guess. So geht eine Geschichte zu Ende. Hey, Aaron. It's Ty. Tyler Ronan. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going long with another rebel with too many causes. I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief, about it going in circles. This morning, I was out on the porch staring at the fog, and my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Ah, der hat da eine Weihnachtskugel hängen am Spiegel. Okay. Give me a call back if you get a chance. Screenshot schießen. I'll see you around. Thumbnail. And thank you. Wow, 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 wow. Also das Ende war nochmal richtig emotional und richtig, richtig klasse. Super geil. Hat sich echt gelohnt, es zu zocken. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt die Geschichte genauso gefühlt wie ich auch. Teilweise sind mir echt die, wusste ich nicht, was ich sagen sollte, sind die Worte weggeblieben, weil halt sehr viel Dialoge auch da waren. Manchmal habe ich auch gar nichts gesagt, damit man die Geschichte auch nicht irgendwie zu überkommentiert und man mitbekommt, um was es da geht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Entschuldigung. Na, jetzt muss aber gut sein. Da muss man zum Schluss noch niesen, unglaublich. Dann sehen wir uns auf jeden Fall.
mit so einem neuen Video hier auf meinem Kanal oder auch bei Twitch, je nachdem. Das Kapitel hier ist erstmal abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob noch weitere rauskommen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald.